Deine Unsterblichkeit ist Geschichte. Du wagst es an meiner Macht zu zweifeln. Was macht? Das Amulett nimmt dir deine Macht. Was? Ha! Wo hast du das her? Ha! Her damit! Nein! Das kannst du vergessen. Meine Geduld mit dir findet nun ein Ende. Mach dich bereit zu sterben. Na warte. Oh, aber da wird trotzdem. Guck mal, wie viel Schaden der kriegt mit ein paar Schlägen, ne? Ist der Leibwächter vielleicht. Nee, der ist auch nicht groß gefährlicher. Der ist wie halt so ein üblicher Riesenschatten. Zielansprache. Ja, Patz! Bones, der Ruhm von dem gehört mir! Weg da! So! Ah! Weg da! Wichser! Arschkeks! Jetzt ist er tot, aber mir wäre noch was eingefallen. So, und damit haben wir auch die Kollegen gerecht, ne? Würde doch mal sagen, das lief ziemlich gut. Also, Dalakai, Dakalai, Radalat, da, bum bum, die bum. Falscher Weg, da drüben müssen wir raus. Wir haben deine Kompagnons gerecht und das Wesen ist tot. Da, ach da, ja. Man könnte meinen, ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Lass mal mit dir reden, Kumpel. Dakila. Der Geist hat sich in Luft aufgelöst. Uwamba, gut. Uwamba. Großes Voodoo, du beherrschst. Jo. Der Ort ist wieder sicher. Ei. Wie konnte der Wellenkrieger das schaffen, wo Dakila versagt hat? Ich bin halt fabulous. Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei, also das Geheimnis, das teile ich gern mit ihm. Wir sind ja alle Verbündete, wir sitzen im selben Boot. Zumindest zur Zeit. Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Chi, großes Voodoo auch bei anderen Völkern. Mächtige Freunde unter ihnen. Hier, dieses Kipawa ist für dich. Oh. Du hast die Last von Dakilas Schultern genommen. Kipawa ist Gold, okay. Wissen wir das jetzt auch? Und du passt dann mal allein hier auf, falls der Geist zurückkommt, sag ihnen, Magic schickt dich. Nein, keine Ahnung. Aus welchem Spiel war dieses Zitat, hä? Geh ich unten rum, geh ich oben rum, ich weiß nicht. Aber so oder so, ich glaube, das ist jetzt halt wirklich unser Endgame. Ich glaube, das können wir jetzt durchziehen. So, ja, machen wir Damien vor, Endgame. Ach Gott, XC, glaube ich. Das letzte Mal hatte ich es, glaube ich, XP genannt. Wie Windows XP. Doppelpunkt DD. Naja, ich meine jetzt nach über 150 Folgen wollen wir doch mal schauen, was der liebe Necrolot und seine Schergen noch aufzubringen haben. Das habe ich gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Das soll ja nicht heißen, dass wir irgendwas stehen gelassen haben. Ach, guck mal da, da ist noch ein Wächter. Ei, was suchst du denn hier? Oh, da unten sind ein paar Tote. Wolltet ihr etwa allein reinstürmen? Sau schlechte Idee. Will ich nur mal so gesagt haben. Neron, hi. Verdammt! Wo ist der Rest von euch? Was? Ich brauche hier Verstärkung. Ich bin der Rest. Kane schickt mich, ich soll mich um die Waffenlager kümmern. Ja, komm, sag mir das. Auch wenn das hier eigentlich mein erster Impuls gewesen wäre. Kane schickt mich. Ich soll mich um die Waffenlager kümmern. Das ist gut. Auch wenn ich mit viel mehr Männern gerechnet hätte. Diese Drecksschatten sind einfach zu viele. Mhm. Dafür sind wir stärker. Was hast du vor? Naja, Neron, war das nicht auch der, der früher bei den Markiern auf dem Schiff war? Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte er sein. Was hast du vor? Die Schatten aufmischen, was sonst? Ja, klar. Sonst hätte ich vermutlich nicht nach Verstärkung geschickt, oder? Bin ich dabei. Pass auf deine Zunge auf. Na komm, stimmt. Stimmt. Wie auch immer. Ich war nicht alleine auf dieser Mission. Ja. Fokalor wurde mir zugeteilt. Der andere da unten? Was ist mit ihm? Der Typ war mir von vornherein nicht ganz geheuer. Ein mächtiger Magier, der sich zudem auch noch mit den dunklen Künsten beschäftigt hat. Den andauernden Stress dieser Schatten ausgesetzt. Das musste ja schief gehen. Hat er Scheiße gebaut? Hat er versagt? Ist er geflüchtet? Ist er vielleicht zu den Dämonen übergelaufen? Das hoffe ich doch nicht. Also da unten läuft einer rum. Das wird er doch sein, oder nicht? Das will ich jetzt wissen. Was ist passiert? Fokalor ist völlig durchgedreht. Er hat alle Schatten und auch unsere eigenen Leute mit einem Schlag umgebracht. Ah, da wird er zur Wildsau, okay. Keinen Schritt mehr in die Richtung dieses Irren. Wenn du willst, kannst du dein Glück ja mal mit ihm versuchen. Ja, kriegen wir hin. Wir haben bestimmt Silberzunge. Ich hätte gedacht, der schreibt sich mit V. Naja. Ich werde mich um Fokalor kümmern. Bitte, wenn du meinst, du kriegst ihn wieder zur Vernunft. Aber versuch bloß nicht, ihn zu töten. Er faselte etwas davon, dass seine Geister ihn beschützen und er unbesiegbar wäre. Aha. Wir haben ja schon das Amulett, das müsste doch auch bei ihm dann reichen, oder nicht? Diese Insel raubt mir noch den Verstand. Das bisschen, was du noch hattest, ne? Ich bin ein Arschloch und hab Spaß dabei.
Ich meine, der sieht... Also auf mich wirkt der deprimiert. Ich glaube, der ist vielleicht schon wieder bei Besinnung, aber... Es tut ihm halt leid. Er muss jetzt halt mit dieser Schuld leben, durchgedreht zu sein. Nicht Herr seiner selbst gewesen zu sein. Vielleicht Leid und Zerstörung und Tod angerichtet zu haben. Aber wenn er diesen Krater hier gesprengt hat, also Respekt, kann nicht jeder, nur ich beim morgendlichen Toilettengang noch. Frag den Porzellandampfer. Immerhin, er hat mehr Gula ausgeschaltet als Leute von uns, aber... Ich meine, das bringt die Toten leider auch nicht zurück. War da nicht eben noch irgendein Ghoul, den ich ausplündern konnte? Oh, der trinkt was. Ja, ich glaube, dem geht's nicht gerade gut. Reden wir mal mit ihm. Bist du hier, um mir zu helfen? Helfen? Naja. Wobei? Kannst du sie nicht hören? Die Trommeln? Die Trommeln der Unendlichkeit? Bumm. Bumm. Schon wieder zu viel Summoning gehört, oder was? Sie trommeln, die Geister. Sie trommeln in meinem Kopf. Kannst du mir helfen? Ja, mit der Macht des Ibuprofens. Die Schweine hier haben es nicht geschafft. Naja, beim Bones haben wir das auch schon mal so ein bisschen hingekriegt, die obere Kombüse ein bisschen zu sortieren. Ich bin hier, um dir zu helfen, ja, weil wenn ich ihn irgendwie wieder auf die Beine bringen kann, das wäre mir schon lieber, als da jetzt den auch noch umzubringen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Mir kann nicht geholfen werden. Es ist längst alles verloren. Bist du sicher? Die Trommeln, sie tun mir weh. Mach, dass sie aufhören. Dem wurde wohl ein bisschen zu oft auf die Rübe getrommelt. Ja, damit hast du ja Erfahrung. Wie kann ich dir helfen? Oh, das wird noch ein Subquest, ha? Wie kann ich dir helfen? Hörst du sie nicht, die Trommeln? Sie schlagen und schlagen. Der Krieg ist verloren. Nein! Wir müssen die Fronten wechseln. Die Fronten in diesem Krieg sind falsch. Wie kommt er auf so eine blödsinnige Idee? Wir stehen direkt bei Nikolot vor der Tür. Wir haben alles platt gemacht, was hier in der Gegend war. Wir rennen dem die Tür ein. Du willst dich ihnen anschließen. Du stehst auf der richtigen Seite. Genau, ich sag's doch. Mit Silberzunge müssen wir den doch eigentlich zurückholen können. Du stehst auf der richtigen Seite. Vielleicht hast du recht, aber diese Trommeln, was sind sie? Die Trommeln? Ja, ich höre sie nicht. Wenn nicht die unantastbare Macht der Schatten. Wahnvorstellungen oder was? Die Schatten versuchen dich zu beeinflussen, das packen wir auch noch, bin ich sicher. Die Schatten versuchen dich zu beeinflussen. Es ist ein Trick. Jupp. Vielleicht stimmt es, was du sagst. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht. In meinem Kopf. Du solltest dir Hilfe holen. Was? Nein, das kann ich nicht machen. Was ist, wenn die Trommeln sie töten? Ich möchte niemanden mehr verletzen. Geh zurück ins Lager. Du musst dich unter Kontrolle haben. Packen wir das? Ich habe das andere Amulett nicht wieder angezogen. Aber das könnte reichen. Versuch macht klug. Ja. Du musst dich unter Kontrolle haben. Du hast recht. Ich werde es schaffen. Ich werde ins Lager gehen und mir Hilfe. Was? Was ist? Oh nein, nein! Das? Oh, die Trommeln. Sie werden lauter. Ah. Oh nee. Mann, wir müssen den doch retten können, verdammt. Moment. Und wenn wir die erledigt haben, vielleicht ist er dann wieder in Ordnung. Mitten ins Ektoplasma. Oder müssen wir ihn doch erledigen, weil er jetzt angreift? Nee, er hat doch mit uns gegen die Geister gekämpft. Ja, dann haben wir es doch gepackt, oder nicht? Wieder klar im Kopf? Wieder klar im Kopf. Ja. Na also. Ich glaube schon. Bei jedem Schlag auf diese Geister hat es sich angefühlt, als würde etwas zerbrechen in meinem Kopf. Ich höre die Trommeln noch immer, aber sie tun mir nicht mehr weh. Vermutlich haben die Geister sie geschlagen. Danke für deine Hilfe. No problemo. Ohne dich wäre ich komplett durchgedreht. Nur ein bisschen. Das ist alles, was ich habe. Danke nochmal. Kein Problem. Ja, mit dem Gold können wir wahrscheinlich trotzdem nichts mehr anfangen. Was hast du jetzt vor? Naja, ich würde fast sagen, vielleicht sollte er erst mal ins Lager zurückgehen. Aber dann wäre Neron alleine. Was hast du jetzt vor? Ich brauche
Ruhe. Aha. Aber die werde ich hier wohl kaum finden. Ja. Ich werde versuchen, mich in unser Lager zurückzuschlagen. Gute Idee. Vielleicht kann mir einer der Magier dort einen Beruhigungstrank brauen. Okay, aber dann nimm am besten den Neron gleich mit, weil allein hier direkt vorne, ne, also hier an diesem Berg, ja, nicht so gut. Aber lass noch mal kurz mit dir reden. Die Trommeln, sie werden immer leiser. Na also. Diese angenehme Stille. Vielleicht war er den für die Trommeln auch nur so empfänglich, weil er halt ein Magier ist, aber keine Ahnung. Also Neron, wir haben das geregelt. Am besten gehst du vielleicht auch zurück. Focalor wird dir keine Probleme mehr machen. Dann kann ich ja jetzt das Waffenlager genauer in Augenschein nehmen. Hier, das habe ich bei einem der Schergen gefunden. Oh. Da war doch mit Sicherheit mehr als das. Gib es zu. Schon gut. Ich hatte noch etwas für mich behalten. Hier, bitte. Eigentlich brauche ich es sowieso nicht. Ja, ich auch nicht. Also, ach, 50 Gold. Gehen wir mal von Essen. Ja, mal gucken, was er zu verkaufen hat. Such dir was aus. Dicker Klunker, Silberzunge plus 10. Ich habe meine eigenen Kronjuwelen, ich brauche nicht die fremder Leute. Ja, halt so Tränke mit Wirkungsdauer. Also Tränke brauen wollte ich jetzt nicht nochmal anfangen. Auch wenn wir noch ein paar machen könnten, aber nee, komm, ist gut. Was hast du denn beizubringen? Was kannst du mir beibringen? Mal sehen. Ich hoffe, das lohnt sich nochmal. Magie sicher nochmal leveln, das wäre auch nicht schlecht. Meistermagier, Kampfmagier und so ist nichts für uns. Das Essen von Dämonenfleisch, das habe ich bisher nicht gebraucht. Wir haben genug Proviant dabei. Also würde ich sagen, wir versuchen nochmal Magie sicher zu steigern. Das könnte nochmal richtig hilfreich werden. Ich möchte durch Magie weniger Schaden nehmen. Viel kann ich dir dabei nicht mehr beibringen. Du wirst echt gut. Ich bin echt gut, okay. Dann war's das. Wie komme ich hier raus? Ach, auf zurückklicken. Okay, Ende. Gut, okay. Also noch was abgeschlossen? Viel kann's dann ja nicht mehr geben. Gut. Waren wir da schon mal drin? War da nicht eine Kiste oder so? Ist das der Eingang? Ja, da war eine Kiste. Genau, deswegen. Ich hatte da irgendwas im Hinterkopf. So ein bisschen leicht weggeschlossen. Und nur zur Sicherheit überschreibe ich jetzt nochmal die Speicherung, genau die hier. Okay, und dann geht's weiter. Ich hatte mir da irgendwie was im Hinterkopf abgespeichert, dass da irgendwie so eine Grube war, ne? Und dass da eine Truhe drin war. Ach, dann kommen wir von hier gar nicht in den Berg hinein. Die Karte bestätigt dies, hä? Schaut doof. Ja, dann gehen wir von hier westlich. Das müsste doch auch gehen. Oder kommt man da vielleicht wirklich nur über diese kaputte Brücke rein? Das wäre ja assi. Da tun einem ja die Quanten weh. Also das wäre ja richtig ungünstig für uns. Da müssten wir ja nochmal einen Zahn zulegen und rumlaufen und so. Och nö, und da oben verformen sich die Felsen. Ne, komm, da hinten gibt's doch einen kleinen Schlängelweg nach oben. Naja, der Unterschied Serpentino und Meander, ne? Das habe ich auch erstmal lernen müssen. Aber Meander ist, glaube ich, nur, wenn sich's nur einmal schlängelt. Und Serpentine ist, wenn der Weg sich mehrmals abzweigt. Schlangenlinienförmig, wie man so sagt. Ja, das sieht schon richtiger aus. Genau, da klettern wir rein und wir haben ja gesehen, da hat damals irgendwie ein Geist von am Eingang gestanden. Keine Ahnung, was es mit dem noch auf sich hat, ob der uns jetzt irgendwie warnen will oder ob das ein Trick ist oder ob wir gegen den kämpfen müssen. Oder, keine Ahnung, ein gestorbener Begleiter vielleicht von unserer Crew oder einer der anderen Crews. Hauptsache nicht Tom Cruise. Ja, Schenkelklopfer musste mal wieder sein. Vielleicht ist heute die letzte Gelegenheit dazu. Jetzt müssen wir hier überall hoch, ne? Toll. Na, zum Glück habe ich Zaubertrank getrunken, sonst wäre ich jetzt angefressen. Nee. Das macht nicht unbedingt Bock, hier einfach nur hochzuklettern. Vor allem bei Gerds Ausdauer. Ihr seht's und hört's. Ist halt immer noch nicht besser geworden. Dabei haben wir so viel gelevelt. Ach ja, Bones, kannst du uns nicht nochmal einen Push geben? Da unten muss doch dann der Eingang sein, oder liege ich falsch? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, aber war da nicht der Eingang? Dann steht der Geist gleich hier um die Ecke. Jawoll! Okay, das rechtfertigt nochmal eine Speicherung hier und dann kopfüber in die Hölle. Gut, dann wollen wir mal Richtung Endgame, ne?
Wer bist du eigentlich? Ich bleib hier. Was? Ich allein? Da bist du. Das sind wir selbst. Unsere Suche hat nun ein Ende. Können wir uns vereinigen? Also nicht sexuell, sondern auf einer metaphysischen Ebene? Deine Visage kommt mir bekannt vor. Es wurde auch langsam Zeit, dass du hier aufkreuzt. Ajo. Da fährt man quer über alle Meere und lässt sich ein Bein aus, um dich zu finden. Und am Ende stehst du hier einfach in der Gegend herum. Tja. Warum hat das so lange gedauert? Du hast gut reden. Du musstest nicht gegen die halbe Welt antreten, um hierher zu kommen. Du hast keine Ahnung, was ich hier durchgemacht habe. Die Zeit im Schattenreich scheint stillzustehen. Die Kreaturen der Dunkelheit dort sind nur schwer zu ertragen. Einmal in die Hölle und zurück. Ich war eine Ewigkeit auf Wanderschaft. Und doch bist du hier. Ja, ich bin Nekrolods letzte Wehr. Ich bin hier, um dich zu vernichten. Oh, Scheiße. Ich hab ja befürchtet, dass es irgendwie noch schlimm geht. Eben ist mir gerade ein Stein vom Herzen gefallen und jetzt müssen wir unseren Geist irgendwie besiegen, oder was? Wir müssen uns wieder vereinigen, ja? Das finde ich auch. Ich hoffe, das können wir irgendwie hinkriegen. Ich meine, hier kann es doch nicht enden. Wir haben doch jetzt so weit gelevelt. Wir haben so viel gepackt, das muss doch gehen. Ich sehe nicht ein, dass ich mir selbst auf die Fresse geben soll. Wir müssen uns wieder vereinigen. Es geht nicht. Seine Macht ist einfach zu groß. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Wenn du Nekrolods dunkle Festung betrittst, muss ich dich vernichten. Können wir dich nicht umgehen oder flüchten oder so, oder... Was soll das heißen? Du sollst mich vernichten. Sobald du die dunkle Festung betrittst, werde ich dir deinen Atem nehmen und dein Herz wird aufhören zu schlagen. Was? Tut mir leid, ich muss das tun. Nekrolod zwingt mich dazu. Da können wir doch bestimmt irgendwas dran drehen. Das muss doch gehen. Wie können wir Nekrolod schwächen? Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Da, wo Leben ist, ist auch Tod. Der Herr des Schattenreichs zehrt von den Seelen, die seine Insel betreten haben. Die drei großen Zauberer bündeln die Kraft der Lebenden auf dieser Insel und speisen damit Nekrolods Macht. Erst wenn die drei großen Zauberer wieder ihrem freien Willen folgen, wird sich das ändern. Ja, wo ist Eldrick? Nekrolod ist in seiner dunklen Festung und arbeitet an seiner Manifestation. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lang, bis er Erfolg hat. Ein Titan des Unheils und Verderbens wird über die Welt kommen und alles Lebende vernichten. Naja, das haben die Titanen schon mal versucht und es hat nicht ganz geklappt, aber fast. Wenn die drei Zauberer wieder frei sind, lässt du mich dann vorbei? Ja, Chani und Zacharias haben wir ja schon, aber ich weiß nicht, wo Eldrick ist. Wenn die drei großen Zauberer wieder frei sind, lässt du mich vorbei. Ich weiß nicht, ob meine Kraft dazu reicht, aber ich werde es versuchen. Wo hält er die Zauberer gefangen? Ja, weil ich weiß nicht, wo Eldrick ist, keine Ahnung. Wo hält er die Zauberer gefangen? Sie bilden ein Dreieck und überschirmen mit ihrer magischen Zunge die ganze Insel. Chani ist im Turm der Folter. Ja, Hammer. Zacharias in der Schattenbucht. Hammer. Und Eldrick auf dem Berserkerpass. Berserkerpass? Natürlich sind sie schwer bewacht. Wenn sie nicht befreit werden, wird Nekrolod bald übermächtig sein. Berserkerpass. Ist es dann das da oben, wo wir nicht runtergekommen sind? Oder ist das dann hier? Ich meine, ein Pass ist ein Pass, ne? Aber es fehlt nur noch Eldrick. Sie bilden ein Dreieck. Also hier war der Turm der Folter. Dann haben wir Zacharias, wo haben wir den gefunden? Boah, ich weiß es nicht mehr. Das war innerhalb von so ein paar Schattenruinen. War der nicht hier irgendwo? Müsste Chani da drüben irgendwo sein, aber ich habe keine Ahnung. Puh, ich glaube, ich muss mir einfach auf jeden Fall nochmal das Eckchen da ansehen. Ach, jetzt ist Bones nicht dabei, weil er da stehen bleiben wollte. Das gibt's auch nicht. Jetzt würde ich den Bones gern wiederholen, Okay, Teleport geht nur über die Karte, nicht wenn wir den Teleporter einklicken. Bones, bitte nochmal mitkommen. Bones ist manchmal auch so ein richtiges Schnarchdrüsel. Kann ich da nicht irgendwie abkürzen? Nee, da musste ich ja eh hier rum. Ach, verdammte Scheiße. Und dann hier nochmal hochklettern. Ah, Piranha Bytes, musste das sein, dass Bones da sagt, ach, ich bleib mal hier stehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es da hochklettern ging. Das gibt mir gerade voll den Dämpfer vorm Endkampf. Da bin ich doch da vorne um die Biege gelaufen und dann irgendwo da, ja. Ich glaube, ich mache für euch dann hier so ein bisschen Turbo-Modus.
Freude, 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 Spaß, 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 Spaß. Oh Mann, macht das Spaß, aber gleich sind wir da. In Ordnung. Ah, du Pfeife, danke schön. Mir liegt die gute Stimmung unter der Crew am Herzen. Man hat es eindeutig gemerkt, wie freundlich ich mit Bones umspringe. Befreie die drei großen Zauber. Ach, kriegen wir jetzt sogar eine Markierung, oder wie? Ja, da oben, das habe ich mir fast gedacht. Ach, übrigens, ja, hier ist dann natürlich der Turbo-Modus wieder beendet. Ja, war das Absicht, dass wir da nicht rein konnten, oder habe ich was übersehen damals, als wir da waren? Muss ja wohl eigentlich. Bones, du könntest mich nochmal einen Schub heilen. Ich glaube, die Gesundheit müsste doch tief genug sein, damit das eine Heilung rechtfertigt. Oder nicht? Na, jetzt dürfen wir natürlich da auch wieder hochschlapseln. Ah ja, danke Bones, genau das meinte ich. Jetzt sieht's wieder gut aus. Ja, also irgendwo da ist dann der Eldrick. Also waren wir ja schon ziemlich nah, aber konnten das nicht abschließen. War das von Piranha-Bytes so gedacht, weil wir nicht mit unserem Geist gesprochen haben? Oder war ich wirklich blind? Habe ich irgendwas übersehen? Am Ende hing der da frei in der Luft rum und ich hab's nicht gecheckt, hä? Ach komm, ja, genau, nimm nochmal ein Schlückchen, dann heilst du dich ganz hoch. Die Fliegenlarven darin bringen extra Protein. Sehr gut, sauber, glänzend, wie neu. Nur vor dem nächsten Kneipenbesuch vielleicht nochmal die Zähne putzen. Ja, also hier zeigt's hin, aber da ist doch alles verstopft. Oder kann ich da jetzt doch irgendwie durchfallen? Oder wie mache ich das? Ich will da runter, ich seh's ja. Bei Zelda würde ich eine Bombe legen. Mit drauf einhauen ist da aber nix. Wie komme ich da verdammt nochmal runter? Habe ich eine Treppe übersehen oder was? Muss ich das dickste Mannschaftsmitglied mitnehmen, damit sich das da draufstellt und reinkracht? Ach, jetzt dachte ich eben schon, jetzt rutscht er runter. Kann ich mit dem Papageienflug da durch oder was? Aber Polly besteht ja auch nicht nur aus Federn, der hat ja auch einen Panz. Weil jetzt bin ich so weit wie damals schon, ne? Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Vielleicht mache ich da mal einen Schnitt und mache weiter, wenn ich genau weiß, wie wir da reinkommen. Ich glaube, das ist klug. Oh, guck mal, da ist eine Falltür. Okay, ich habe die Falltür übersehen. Gut, aber hier werden bestimmt noch Feinde lauern. Es hieß ja schwer bewacht. Ah, da unten wird dann der Eldrick irgendwo sein. Okay. Boah, bin ich beruhigt, dass wir den doch noch befreien können. Ich hatte ja wirklich Angst, dass der bei Necrolot direkt dabei hockt, ne? Und dass das halt scheiße für uns und Eldrick gelaufen ist. Ins Jenseits mit dir! Dass wir ihn nie wieder sehen werden. Puh, okay. Also haben wir noch alle Chancen der Welt, um hier gut durchzukommen. Oh, Alter! Ja. Was zu tun? Ja, ich hätte eigentlich den... Ach, der kam aus der Decke. Okay, darauf habe ich nicht geachtet. Auf den Gang habe ich wirklich nicht geachtet. Das sieht fast aus, als hätte mir der Ghoul gar keinen Schaden gemacht. Aber ich habe doch nicht rechtzeitig abgeblockt, also dachte ich zumindest. Naja, schlecht für ihn, gut für uns. Den Schädel können wir nicht mitnehmen. Aus deiner Haut mach ich mir. Komm, so ein paar Knochen, Kasper, dann hier als Beleidigung für die letzte Bastion von Necrolot. Also, für mich ist das so eine letzte Bastion, bevor wir ihn direkt treffen, weil hier ist ja der letzte Magier. Und das sind die dezent underpowered. Und das ist wohl sein letzter Schutzwall, bevor wir unseren Geist vielleicht genug befreien können, um ihm dann gegenüberzutreten und ihn auszuschalten. Cool, noch ein Teleportstein, wuhu. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich glaube nämlich nicht, dass hier drin noch ein Teleporter ist, aber wer weiß. Da ist Eldrick, sehr gut. Dann haben wir es ja gleich, dann haben wir es echt gleich gepackt. Außer es passiert wieder irgendwas noch Unvorhergeseheneres als die ganze Zeit schon. Ach, spiel dich nicht so auf. So. Ausweichen und abwehren und ja, wir brauchen unseren Target-Lock, wenn wir... Habt ihr gesehen, wie weit ich von dem wegstand? Und das hat den nicht interessiert? Da muss ich doch mal sagen, halt, stopp! Das bleibt alles, wie das hier ist. Du wirst an meinem Lebensbalken nicht dran rütteln, ob du hier bist und nicht. Ah, der Dorsch aus dem Real TV. Ich verbiege dir deinen Kristall. Heftige Sache. Kannst du dich damit an den Arsch kratzen?
Ich würde ihn ja jetzt am liebsten gleich runterholen. Also, ich würde Eldrick gern einen runter... Nein, nein, nein. Ich muss ja erst nach Beute gucken, weil ich ein Arschloch bin. Ein selbstsüchtiges... Ich dachte eben schon, das wäre der Schatten von einem Lindwurm, aber das ist hier nur ein Kronleuchter. Okay, Waffe wegstecken. Was bringt das? Ist das ein schneller Ausgang? Bones, ich will nichts von dir. Ich will an einem Hebel rummachen. Und dein Hebel ist nicht groß genug, als dass ich ihn als Hebel bezeichnen würde. Jawolle! Toller Hintereingang. Super Sache. Backdoor Castle Entrance. Castle ist das ja nicht. Und den mussten sie hier zwischen die Kristalle hängen, weil Eldrick eh die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und was ist das für eine Pflanze da? Und da ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Nicht abgeschlossen. Wie dämlich ist das denn? Okay, ist auch nichts allzu Wichtiges drin. Klar, wir könnten noch ein bisschen was lernen, wenn wir den Scheiß verkaufen würden. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt Bock auf Endgame. Ich will das jetzt durchziehen, damit wir es endlich haben. Ich hoffe, das triggert sich jetzt nicht alles automatisch, wenn ich ihn befreie. Ach, Eldrick, guck, wir haben es geschafft, alter Kumpel. Ich meine, er ist ja jetzt schon ein bisschen älter, aber vielleicht kennt er ja Mittel und Wege, länger zu leben. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ja. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wie weit sind deine Vorbereitungen? Och, fertig. Oh, du bist doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um einen alten Mann zu retten, oder? Doch auch. Du willst Nekrolot aufhalten? Ja, wenn ich es kann. Das kannst du, mein Freund. Du brauchst nur deine alte Stärke wieder. Du hast so viel schon gelernt und überstanden. Du bist deinem Ziel schon sehr nah. Ich habe deinen Geist irgendwo in der Mitte dieser Insel gesehen. Geh und vereinige dich mit ihm. Gemeinsam habt ihr eine Chance, unseren Feind zu bezwingen. Was wirst du tun? Ich helfe dir am meisten, wenn ich die anderen im Kampf gegen die Schatten unterstütze. Die dunklen Krieger haben ihre Mission fast vollendet. Wohlan denn. Wir sehen uns, wenn du Nekrolot erledigt hast, mein Freund. Oh, die richtig epische Musik, ne? Also das spornt einen jetzt schon an, das noch durchzuziehen, bis es Ende ist, ne? So, jetzt haben wir auch 16.000 Ruhm. Was können wir da noch steigern? Wir könnten sogar Einfluss steigern. Aber ich glaube, das bringt uns nichts mehr. Ich will lieber Nahkampf nochmal hochpushen. Vielleicht brauchen wir das, vielleicht brauchen wir es nicht. Aber ja, 100% werden wir nochmal irgendwie kämpfen müssen. Ist Bones da oben stehen geblieben oder was ist mit dem? Oder wartet er jetzt auch hinten am Lager auf mich? Oder wie sieht das aus? Ja, die großen Zauberer sind doch befreit. Und warum stehen die Waffenlager da noch mit drin? Das raff ich jetzt gerade nicht so ganz. Warum ist das Quest noch aktiv? Weil wir es noch nicht abgegeben haben, oder wie? Ja, sieht so aus. Okay. Gut, Glück gehabt. Die drei großen Zauberer haben wir befreit. Ja, wo sollen wir jetzt hingehen? Auch ins Lager zurück? Oder? Ah, nee, okay. Zu unserem Geist zurück, so wie das aussieht. Gut. Ich möchte aber wissen, wo Bones ist, weil ohne den will ich da jetzt auch nicht unbedingt weiter rennen. Ah, Mist, der Schnitt fällt auf. Scheiße. Ach, ich habe gerade geschnitten, deswegen geht die Leistung runter, ja. Zur Sicherheit, ne? Und wenn er da eine große Datei anlegt... Oh, uff da, was erwartest du von mir? Aber Bones war doch eben noch mit dir dabei. Was soll die Kacke? Nee, okay, dann beam ich mich zum Lager zurück. Wir werden Bones da irgendwie aufsammeln können. So, erst nochmal mit Kane sprechen, denke ich. Und vielleicht treffen wir ja die anderen noch hier. Ah, cool, da ist auch Focalor. Ja, sie werden leiser. Wunderschön. Sadek hat auch nichts Neues zu sagen. Gut, die Waffenlage haben wir gesichert, denke ich mal. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Ah, da haben wir sogar noch mehrere Sachen zu erzählen. Das Waffenlager hinter den zwei Türmen gehört uns. Hatten wir das nicht schon mal berichtet? Das Waffenlager hinter den zwei Türmen gehört jetzt uns. Perfekt. Dann droht aus dieser Richtung keine Gefahr mehr. Jo. Je mehr wir die Schatten schwächen, desto einfacher sollte uns der Kampf gegen sie fallen. Jo, und das Waffenlager im Norden ist übrigens auch befreit? Das Waffenlager im Norden ist befreit worden. Ein Kundschafter berichtete mir, dass Kidlat Probleme mit einem Geist hatte. Die waren einmal. Sehr gut. Und Rodas hat unser Essensproblem gelöst. Ach ja, das Schattenfleisch. Rodas hat unser Essensproblem gelöst. Ich habe es schon gehört. Ziemlich abartige Vorstellung, das Fleisch dieser verrotteten Scheiße hier zu essen. Ja. Und du hattest deine Hand da mit im Spiel? Ich habe Rodas bei seinem Plan geholfen, wenn du das meinst. Dann nimm auch du einen Teil der Belohnung. Ah. Alle Waffenlager sind jetzt unter unserer Kontrolle. Jawohl. Das sind gute Neuigkeiten. Hier,
Nimm das als Belohnung. So viel Gold, so kurz vor dem Ende der Welt. Ja. Sehr großzügig. Ja, es bringt irgendwie nichts mehr. Außerdem kannst du dein Amulett wieder haben, weil wir sind freundlich. Du kannst dein Amulett wieder haben. Danke. Ich hatte mich eh schon schlecht gefühlt, es aus der Hand zu geben. Jo. Hier. Dein Gold kriegst du natürlich zurück. Na also, er hat einen Funken Ehre im Leib. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Ja, ich muss gerade nochmal gucken, wie sieht's mit dem Gold aus? Ich wollte ja damals das Schattenfleisch essen, in Aussicht auf noch eine Steigerung, aber das haben wir jetzt auch ohne gepackt, ne? Und wenn ich das jetzt nochmal futter... Ich glaube, wir hatten davon 5 Stück und jedes würde 200 Ruhmespunkte bringen. Nee, ach Gott, da kommen wir gar keinen Millimeter mehr weit. Aber mir fällt da gerade noch was auf. Dann ziehen wir jetzt wieder das Diebesamulett an. Hier, Dankeschön. Obwohl, haben wir nicht irgendwas? Silberzunge einschüchtern und so. Ja, nehmen wir mal die Funkel in der Kette. Ich könnte aber auch was nehmen, was die Waffenwerte steigert. Ja, befreie die 3 großen Zauberer haben wir ja gemacht. Die stehen scheinbar ja nicht hier rum. Ja. Ich glaube, das haben wir dann, ne? Oh Mann, also hier nochmal eine neue Speicherung. So, vor Ende XD. XD, das passt ja. Beamen wir uns hoch, gucken, dass wir unseren Geist vielleicht wieder eingepackt kriegen. Und dann schauen wir mal, was die anderen Magier uns da noch sagen werden. Also Chani, Eldrick und Zacharias. Ich vermute ja, dass sie alle hier rumstehen. Oder dass sie sich alle verpisst haben, wir sprechen allein mit unserem Geist. Ich meine, wir haben jetzt so viel gepackt, wir haben so viel an Stärke gesammelt. Da wird unser Geist es auch packen, jetzt in den letzten paar Metern, nochmal dem Necrolord und seinen Schergen und all seiner Macht zu widerstehen. Damit wir ihm das Schwert reinhauen können oder irgendeinen Zauber oder sonst irgendwas, auf das er nicht mehr seine verderbten Finger hier in diese Welt ausstrecken werde. Denn die Wichsgriffel quetschen wir dann zusammen. Und danach benutzen wir seinen abgehackten Kopf als Nachttopf. Oh, da müssen wir aber auch irgendwie dicht machen, weil der hat ja nicht mehr alle Kanonenkugeln im Arsenal. Nicht mehr alle Knödel auf dem Braten. Nicht mehr alle Löcher im Pfefferstreuer. Wie geht denn das? Das war nicht gerade die beste Metapher. Und vielleicht nochmal einen ganzen Schnitt vor der Höhle. Ozzelpi redet mit sich selbst und gibt sich selbst Regieanweisungen, die er vielleicht gar nicht genau versteht, weil ja Turbomodus und so. So, nicht den Zeh gestoßen, ich bin stolz auf dich, Gerd. Ja, dass der sich auch nicht die ganze Zeit die Achillessehne zerrt, ne? Oder vielleicht ist die Dauer gezerrt und deswegen kann er nur ein paar Meter rennen. Eieiei, okay. Da steht keiner von den anderen Magiern hier, so wie es aussieht. Haha, da wollen wir mal. Bones will nicht mitkommen. Müssen wir diese Schlacht allein schlagen? Die 3 Zauberer sind frei. Die 3 Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja, das wird Necrolord schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Bullshit! Wir müssen uns vereinigen, schnell. Aber bitte mit Klamotten an und so. Wir müssen uns vereinigen, schnell. Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Ja. Jetzt oder nie. Mach schon. Okay. Ich werde versuchen, Necrolords Bannzauber zu brechen. Los geht's. Na auf. Entweder sind wir gleich beide weg oder... Nein, die Story sieht es anders vor. Do it! Do it! So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Ja? Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Er kann machen, als ob er humpelt. Ich meine, da läuft er ungefähr so schnell, wie wenn er rennt und ihm die Puste ausgeht. Ja, ich hätte das Ganze jetzt gern ein bisschen detailreicher erwartet und so. Kann ich jetzt Bones mitnehmen oder verpisst er sich wirklich komplett? Bones? Bones? Bonesy Buddy? An den Bonesy Buddy habe ich schlechte Erinnerungen. Malware ist kacke. Und Adware und Shit. Na, der scheint ganz weg zu sein. So wie es aussieht, müssen wir wirklich den letzten Kampf alleine schlagen. Ja, da sehen wir wohl das letzte Mal diesen Endscreen. Das war schon ein großes Projekt und ich bin froh, dass wir wirklich den Eldrick jetzt noch da rausgekriegt haben.
mussten wir ja jetzt sogar, um an unserem Geist vorbeizukommen, beziehungsweise ihn wieder in uns aufzunehmen. Und so wie es aussieht, lassen uns unsere Leute wirklich allein in die Höhle reingehen? Tja, dann werden wir den Kampf allein ausfechten. Ehrlich gesagt, ich hab keine Angst vor dem schlappe Seppeldo. Also, den nehmen wir uns sowas von vor. Ich meine, er wird wahrscheinlich etwas stärker sein. Unser Geist sagte ja, seine Transformation hat schon so ein bisschen begonnen. Er wird nicht dieses fragile alte Knochengestell sein. Ich bin mal gespannt, wie schwer das sein wird. Ich hoffe, ihr auch. Denn wirklich, die nächste Folge wird absolut 100% positiv die letzte sein, ne? Ich hoffe, die hier hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim Endkampf wieder. Haut rein, macht's gut, bis bald!